Was geht, 2K Family? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video des No Money Spend Squads. Es ist Freitag, die nächste Woche ist rum und wir starten rein ins Wochenende. Let's go! Wir starten nach der Woche, jeden Tag anmelden mit dem Rad. Mal gucken, ob wir was Geiles bekommen. Ich habe das jetzt das erste Mal dabei und wir stoppen das Rad und wir bekommen Diamond Shoes. Ja, was bekommt man da für Belohnung? Als ob man irgendeinen Spieler bekommt, als ob man hier irgendwie ein geiles Pack oder die 50 Token bekommt, das vielleicht noch, aber ja, wer da von den Spielern träumt, ich glaube, wir brauchen uns keine falschen Hoffnungen machen, ey. Und weil in der letzten Woche und der Woche davor, ja, in der letzten Woche, am letzten Wochenende ist so viel passiert mit Trophy Case und so weiter, möchte ich ganz kurz eine Sache machen. Update, MT-Punktestand 482.811. Mega, mega geil. Ich habe ja den Will Chamberlain noch verkauft. Ich habe den Zion Williamson verkauft. Ich hatte schon eine ganze Menge MT. Wir stehen MT-mäßig richtig gut da bei folgendem Team. Und da kommt das nächste Update. Wir haben das vierte Trophy Case. Wir haben Richard Hamilton, Rip Hamilton von den Pistons. Das heißt, wir sind jetzt bei den Trophy Cases bei 4 von 5. Noch ein Centerpiece, nochmal die Bugs voll machen. Dann sind wir einfach schon bei unserem ersten Galaxy Opal. Jimmy Butler wäre das bei mir. Ansonsten hat sich nichts verändert. Ich habe immer noch Steph Curry behalten. Das Ding ist, ich habe gefühlt den Absprung schon verpasst. Der ist jetzt nicht mehr so viel wert. Ich kann gerne nochmal reingehen in die Sammlung und gucken, wie es aussieht wertemäßig. Ich habe dem sogar noch zwei Hall of Famers gegeben. Ui. 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 Vielleicht werde ich ihn doch nochmal verkaufen, denn das ist eine Sache, die wollte ich euch auf jeden Fall in diesem Video auch sagen. Morgen am Samstag findet das erste Qualifier für das 250.000 $ Turnier von NBA 2K My Team statt und die Leute werden sich die guten Karten alle kaufen wollen. Das ist jetzt keine Empfehlung von mir zu sagen, yo, verkauft alle eure Spieler oder nee, verkauft sie nicht, versucht euch zu qualifizieren, nee. Ich sag einfach nur, wie es ist. Morgen ist der Qualifier. Die Leute, die sich wirklich qualifizieren wollen und noch keine Top-Spieler haben, werden sich jetzt Spieler kaufen wollen. Und ihr seht, dieser Steph Curry, der ist nicht oft auf dem Markt. Der hat standardmäßig 5 Hall of Famers, meiner hat 7. Die machen es mir echt schwer. Eine Sache, die jetzt schwierig ist bei dieser ganzen Sache, ist, ich mag diesen Steph Curry wirklich sehr gerne. Es kommt heute einen Pink Diamond Dwayne Wade raus, der wahrscheinlich nicht nur einen okayen Wurf hat, sondern auch noch ein echt guter Slasher ist. So ein bisschen wie Derrick Rose. Ich weiß nicht, ob der Wert von Steph Curry nicht vielleicht noch so weiter fallen wird, aber es ist so schwer zu sagen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr meint, wie der Wert von Steph Curry morgen nach dem Qualifier aussieht. So 200, 300, vielleicht nur 100k. Macht's mal in die Kommentare, weil ich glaube auch nächste Woche kommen Superpacks. Bis nächste Woche sollte ich den auf jeden Fall verkaufen. Ich glaube, ich muss den wirklich heute verkaufen. Es tut mir wirklich super weh. Ich schätze, wenn wir morgen streamen am Samstag, dann werden wir keinen Steph Curry mehr sehen. Aber ich muss es mir noch überlegen. Ansonsten alles andere bleibt. Richard Jefferson ist noch im Team. Jalen Green ist noch im Team. Ich weiß nicht, wer von den beiden der bessere Shooting Guard ist. Baron Davis ist auch noch dabei, falls ich Steph Curry verkaufe, damit ich ihn einfach habe. Auch ein Point Guard, der danken kann. Guckt mal, dass ihr wirklich eure Aufgaben, die Agendas für die Trophy Cases bekommt. Hier bekommst du auch wieder ein Trophy Case. Nicht ein Trophy Case, sondern eine Trophy, wenn du die Dailies machst. Hier Dunks mit Holo-Karten, das fuckt halt ein bisschen ab. Müsst ihr mal gucken, ob ihr was da habt. Woche 5, Teil 2, gibt ein Historic Team Photo Exchange. Das ist super geil. Team Fotos kriegt man nicht so viele. Und hier, wenn die Woche 5 Part 3 abschließt, Elite Franchise Highlight Exchange, auch immer super, super wichtig. Und jetzt ist das Ding, was machst du heute in dem Video? Ich habe jetzt überlegt, gehst du nochmal in Unlimited? Dachte ich so, nee, die letzten Videos waren alle Unlimited, ist eigentlich relativ langweilig. Ich würde gerne mit Richard Hamilton und dieser Starting 5 in Clutchtime gehen. Einfach so, bisschen Clutchtime, schnelle Games, ein, zwei Stück, nochmal ans Video ranklatschen. Und dann schauen wir mal, wie Richard Hamilton sich schlägt. Und wir haben einen Gegner gefunden, man spielt auch hier jetzt gefühlt immer nur noch gegen die gleichen Leute wie letztes Jahr. Es ist Mitchell, Middleton, Kawhi Leonard zu Bonus. Und wen hat er auf Power Forward? Pippen? Middleton? Kawhi? Gutes Team. Larry Johnson, setz dich durch. 3, 2, alright. Wichtige Punkte, schwieriges Spiel. Blockieren hier den Weg.
Rotieren mit Hamilton, kommen dazu. Ey, ey, Larry Johnson, let's go. Und wir haben den Ball, weil er ihn irgendwie in dieser Bewegung noch berührt. Das ist mega, mega nice. Let's go. Wir spielen mal Quick Four Horns Flair für Richard Hamilton. Das Problem an der Sache ist, dieses Play ist gefühlt broken. Man kriegt nicht mehr diesen wunderschönen freien Wurf wie die letzten Jahre. Okay, hat man hier bekommen. Ich habe es einfach verkackt. Dieser Wurf, das war nicht ich. Ich brauche einen Snickers. Larry Jones. Den hättest du nehmen sollen. Jetzt wird die Zeit knapp. Er macht es trotzdem richtig gut. Richtig gut gespielt. Richard Hamilton mit dem Rebound. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Jefferson sage. Den habe ich irgendwie noch so im Kopf drin. Hamilton mit dem freien Dreier. Let's go. Der Release ist super nice. Der Release ist super nice, super flüssig, macht richtig Spaß, die Karte bisher. Der Wurf ist gut. Dribbling ist okay, können wir eigentlich testen, wie das Dribbling jetzt ist. Gehen wir mal Pass und Block abseits vom Ball. Gucken wir uns mal das Dribbling von Richard Hamilton an. Ja, hab schon bessere gesehen, aber dieser Stepback. Let's go. Macht richtig Spaß. Mal gucken, ob wir den konstant hinbekommen. Den werde ich gleich nochmal machen. Ah, du mit deinem Mitchell, ey. Hör mir auf, dieser Drive zum Korb, der ist ja wirklich mächtig, den er da hat. Wir geben uns nochmal Richard Hamilton. Pass und Block abseits vom Ball. Behind the back. Der ist gar nicht so scheiße. Den spiele ich ab. Sabonis. Zack. Fake, ausgefaked, Korbleger. In der Situation wäre es dumm, den Dreier zu nehmen, auch wenn ich gesagt habe, ich will den nochmal testen, aber die Gelegenheit wird vielleicht nochmal kommen. In der Situation, so für den Win, musste der Pass kommen. Hey, schon wieder mit Mitchell, ey. Gefühlt musst du auf Zone Defense gehen. Müsste ein Pick and Fade werden mit Hamilton. Er macht das Fade nicht. Weil dieses Icon schon weg war. Das ist manchmal bei euch auch so, dass dieses Icon einfach verschwindet und du nicht mehr auf Pick and Fade umstellen kannst. Macht mich komplett kirre. Hamilton, come on. Scottie Pippen hilft aus in der Defense, macht die Lane zu. Hamilton dafür dabei. Natürlich zieht er durch mit seinem Mitchell. Das ist eigentlich das Einzige, was ich verteidigen muss. Das Problem ist, da ist niemand, bei dem ich den Dreier disrespekten kann. Das ist das einzige Problem, was ich gerade habe. Derrick Rose ist immer noch die beste Karte gefühlt. Also wenn es um das Game geht, online zu zocken, Steph Curry mal zur Seite gelegt, ist dieser Derrick Rose für mich die beste Karte in my Team. Und Donovan Mitchell. Donovan Mitchell ist halt genau das gleiche in Silber. Richard Hamilton, Pick and Fade. Mach mal. Ich will nochmal diesen Dreier bekommen. Kriegen den jetzt an dieser Stelle nicht. Faken. Oh, lass dich nicht blocken. Larry Johnson steht da. Derrick Rose. Wir haben neue 14 Sekunden. Das muss man eigentlich beachten. Nehmen nochmal den. Den kann ich nicht nehmen. Derrick Rose, den muss ich jetzt nehmen. Der ist nicht gut. Rebound ist bei ihm. Wir liegen nur zwei vorne, Leute. Das wird jetzt ein bisschen ekelhaft. Nimm doch auch mal den Dreier. Oh, er nimmt den Eurostep. What? What? Ach du Scheiße. Er meint es komplett ernst. Larry Johnson mit dem Block. Pick and Roll. Defensive 3 Sekunden. Perfekt. Er steht in der Off-Ball-Defense. Achtung. Freiwurf von Richard Hamilton. Der wippt da so ein bisschen rum. Dadurch dauert er ein bisschen länger, als man denkt. Das habe ich schon in einem Game vorher rausgefunden. Das ist gefährlich. Cut von Ilgauskas. Fake. Das ist so gefährlich. Lauf nicht ins Aus. Nimm ihn. Oh, der geht nicht. Was geht da ab? Scottie Pippen, helf aus. Der Wurf kommt. Der geht nicht rein. Okay. Oh, warum ist das denn jetzt hier so spannend? Richard Hamilton. Ich kann mit dem keinen so einen Wurf nehmen. Ich brauche Derrick Rose und vielleicht seine Fähigkeit, Fouls zu ziehen. Er macht es nicht. Wir brauchen wirklich Support. Support ist kein Mod 2K. Wir liegen hinten. Quick Four Horns Flair für Richard Hamilton. Es ist offensichtlich, dass wir für ihn spielen, aber wir versuchen es mal. Let's go. Da ist er. Ich krieg den nicht. Oh mein Gott. Es ist so tough, dieses Match. Es ist so tough. Ich wollte eigentlich entspannt in Clutch Time reingehen, weil ich dachte, yo,
Come on. Spielt ein bisschen Clutch-Time. Er kriegt das and one. Und hat wahrscheinlich den letzten Angriff. Zu wild. Zu wild. Was machen wir? Nochmal quick Forehands Flare. Wir scheißen jetzt auf alles. Win or go home. Let's go. Hamilton. Dreier. Let's go. 13 Sekunden. 13,9. Er hat halt wirklich den letzten Angriff jetzt. Wenn er jetzt gewinnt. Okay, scheißegal. Aber wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben, was wir tun konnten für diesen Win hier. Richard Hamilton sah, glaube ich, ganz gut aus. Was bei ihm halt wirklich nicht so geil ist, ist der Zug zum Korb. Da muss man mal gucken, ob man vielleicht noch ein paar Dribble-Moves rauskriegt. Aber so Spot-Up-Shooting-mäßig nach Plays, sehr, sehr gut. Defense konnte man hier nicht so gut einschätzen. Der Kollege hat halt ganz gut vermieden. Okay, er gibt uns den letzten Angriff. 9 Sekunden. Let's go, wir probieren's. Gehen wir ins Pick and Roll. Richard Hamilton. Den nehme ich. Rebound. Und das... Ach, am Ende war es halt wieder dumm gespielt, ey. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Clutch-Time-Match? Ich habe vorhin, ehrlich gesagt, schon ein anderes Game für die Aufnahme gemacht. Da hatte ich noch einen viel härteren Schwitzer als Gegner. Halt so, dass ich wirklich gar nicht mit Richard Hamilton spielen konnte. Und ich wollte ihn schon zeigen in dem Gameplay. Ich glaube, das ist diesmal besser gelungen als vorhin. Ich wollte jetzt hier den Sieg zu sehr pushen auf Hamilton. Ich habe gemerkt, dass Rose nicht durchkommt. Dachte so, ah, jetzt der Dunk, das wird eh wieder nichts. Foul kriege ich wahrscheinlich auch nicht. Pass ihn raus. Es sollte nicht sein. Aber insgesamt, Richard Hamilton... Ja, ist er jetzt eine Top-Karte? Bestimmt. Bestimmt ist er eine Top-Karte. Er hat eine gute Offense. Die Werte sind Baba. Der kriegt ja noch einen Coach-Bonus obendrauf. Beim Ballhandling auch. Ja, die Defense in der Zone als Shooting Guard muss jetzt nicht unbedingt so geil sein. Perimeter-Defense könnte besser sein als Shooting Guard. Die Schnelligkeit ist halt nicht so geil. Es ist eher so ein Spot-Up-Shooter. So ein bisschen Klay Thompson. Vertikal ist jetzt auch nicht so geil. Stärke, naja. Laterale Bewegung ist okay. Die Plaketten sind halt für einen Shooter. Ihr seht es, ganz, ganz viele Shooting-Plaketten. Also, ich will nicht meckern über den Pink Diamond Richard Hamilton auf dieser Position. Das ist der beste, den ich kriegen kann. Jason Richardson hat halt noch das Dunking, Jalen Green hat noch das Dunking, aber die sind beim Wurf nicht so stabil wie er. Letztendlich will ich das Trophy Case sowieso nur durchspielen für den Galaxy Opal Jimmy Butler. Wenn der kommt, muss er eh auf die Bank oder Scottie Pippen geht auf die Bank. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange das jetzt noch dauert, bis ich die Bugs fertig kriege. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie es bei euch bei den Trophy Cases aussieht. In einem Community Tab, in der Umfrage habe ich schon gesehen, dass ganz, ganz viele noch gar keine Trophy Case haben. Das finde ich sehr interessant. Irgendwie hätte ich gedacht, dass jeder mal mindestens eine hat. Schreibt mal, woran das liegt. Das würde mich mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, schaut euch diese Videos hier an, die euch empfohlen werden. Gerne auch die Playlist No Money Spent von Anfang an nochmal durchgucken, wenn du neu auf dem Kanal bist. Lass ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich morgen am Samstag im Stream auf Twitch. Let's go!